Herzlich willkommen zur neuen Sendung im Kabeljournal. Sie haben es ja sicherlich auch schon gemerkt, es ist Herbst geworden. Und das ist ja auch die Zeit, wo man gerne mal nach drinnen geht und sich ein schönes Spiel zur Hand nimmt. Und aus diesem Anlass haben wir uns gedacht, wir stellen Ihnen mal das Deutsche Spielemuseum in Chemnitz vor. Bevor wir uns in die bunte Spielewelt begeben, geht es aber erstmal nach Augustusburg. Dort trafen sich zum Saisonabschluss die Oldtimer-Freunde der Region. Am 3. Oktober wurde der Hof von Schloss Augustusburg wieder zum Freilichtmuseum für Liebhaber von alten Fahrzeugen. Das 27. Mal hatte die Schlossverwaltung am Tag der Deutschen Einheit zum Oldtimer-Herbsttreffen eingeladen. Da standen die Karossen aus Ost und West alle friedlich nebeneinander. Der Trabi neben dem Golf, der Porsche neben dem Wartburg und der Moskvitsch neben dem Mercedes. Trotz des Regens herrschte eine gute Stimmung. Dazu trug auch die Himmelfahrtsband aus Döbeln bei. Aufgrund des schlechten Wetters waren nicht so viele Fahrzeuge wie erhofft nach Augustusburg gekommen. Oldtimer-Fans kamen aber trotzdem auf ihre Kosten. So manche Rarität ließ sich entdecken, wie dieser Wartburg Sport. Zwischen 1957 und 1960 wurden von diesem Auto nur 469 Stück produziert. Vom Wartburg 312 gab es da schon mehr. Doch nur wenige sind heute noch so gut erhalten wie dieser in der Touristversion. Auch das ist ein Ostprodukt aus den 50er Jahren. Bei diesem Auto konnte der Fahrer noch selbst Hand anlegen, um die Leerlaufdrehzahl einzustellen. Das ist ein IFA F8, Baujahr 1953, 20 PS, 700 Kubik und ja, Alltagszustand, unrestaurierter PKW. Dieses Auto war ebenfalls auf den Straßen der DDR zu Hause. Der Zastava wurde in Rumänien produziert. In DDR-Zeiten wurden gar nicht viel reingeholt, war ein ganz seltenes Fahrzeug. Und jetzt, man sitzt ganz selten auf der Straße. Das ist ein 1100er mit 54 PS. Baujahr 74, als erster Hand im Originalzustand. Es wurden nur die Bremsen wurden mal erneuert. Und ein paar kleine Arbeiten an der Technik. Aber sonst ist alles original. Er stand die Jahre lang bei einem Rentner-Ehepaar in der Scheune. War richtig eingedreckt. Wir haben ihn wieder sauber gemacht. Ein bisschen Kosmetik gemacht. Und schön läuft er. Von Rumänien geht's nun in die USA. Auch dort werden Autos gebaut. Und zwar ziemlich große. Dieter Pompetzky liebt amerikanische Straßenkreuzer. Vor 2 Jahren war er mit einem Lincoln beim Oldtimer-Treffen auf der Augustusburg. Heute nennt er dieses Gefährt sein eigen. Wie kam es dazu? Da war ich mit einem Kollegen auf dem Oldtimer-Treffen und da kam das Auto, was ich immer schon haben wollte, kam dort an. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und habe den dann gekauft. Das ist ein Cadillac Fleetwood, das längste Modell, was in Serie hergestellt wurde. Auto hat eine 7 Liter Maschine, ist Baujahr 79, hat ca. 200 PS und fährt sich wunderschön, wie eine Sänfte. Eines der ältesten Fahrzeuge beim Oldtimer-Treffen war dieses Schmuckstück. Wir haben hier einen BMW Dixie, Baujahr 1929, gebaut in Fahrzeugfabrik Eisenach. Die wurde damals von BMW gekauft, hat einen Vierzylindermotor. 15 PS, Drahtspeichenräder, Thermosiphonkühlung, also er hat keine Wasserpumpe, ist heute noch für 4 Personen zugelassen. Natürlich für die Hintern wird es ein bisschen eng, aber es geht. Es war der erste gebrauchsfähige Kleinwagen in Deutschland, wurde unter dem Motto verkauft, innen größer als außen. Ich habe das mal über eine Annonce zur DDR-Zeit gekauft, in einem defekten Zustand, hat ein paar Studenten, da waren Blumenkästen und diese Schnulli an den Fenster dran. Ich habe ihn dann restauriert und bin viele Rallyes mitgefahren zu DDR-Zeiten, Veteranenrallyes. Zum Oldtimer-Treffen waren auch zahlreiche Freunde alter Motorräder angereist. Gunter Schmelzer hatte eine rund 50 Kilometer lange Anfahrt hinter sich, obwohl kein Motorradwetter war. Bis Ötteran, da ging das Wetter, da hat es nicht geregnet. Das fing erst hier hoch zu an. Das ist D-Rad,
Das wurde in Berlin-Spandau gebaut 1925, hat 500 Kubikzentimeter und 8 PS. Die Maschine von Kai Weise ist zwar nicht so alt, aber hierzulande ziemlich selten. Das ist eine Royal Enfield, eine indische. Ist ja ursprünglich eine englische Marke gewesen, aber die haben die an Indien abgegeben. Geschätzt ist Bayer 83. Die Inder, die schreiben es Bayer hinein. Natürlich waren auch die Klassiker aus DDR-Produktionen zu bestaunen, wie AWO und MZ. Die Mopeds aus Suhl durften ebenfalls nicht fehlen. Doch die richtig alten Modelle gab es leider in diesem Jahr nur im Zweiradmuseum des Schlosses zu bestaunen. Mit uns nach oben, die Lifttech Arbeitsbühnenvermietung aus Hartmannsdorf, Chemnitz. Ob LKW-Arbeitsbühnen, Selbstfahrer, Scherenarbeitsbühnen oder Spezialgeräte, die Firma Lifttech ist die Lösung für alle, die hoch hinaus wollen. Und das bis zu 35 Meter und noch höher. Ideal für Geschäftskunden als auch für den privaten Hausbesitzer, die Raupe. Mit ihrer schmalen Bauform ist das Gerät bestens in schwer zugänglichen Räumen oder im Gelände geeignet. Das richtige Maß an Flexibilität bieten die LKW-Arbeitsbühnen mit Schmalabstützung. Damit sind schmale Eingänge und enge Einfahrten kein Hindernis mehr. Die Anhängerbühnen mit Stromerzeuger und Fahrantrieb sind im Gelände sowie fern jeder Infrastruktur einsetzbar. Die Selbstfahrgelenkteleskop-Arbeitsbühne ist ebenso perfekt für den Außeneinsatz. Ein Allround-Gerät bei unwegsamem Gelände. Den geraden Weg nach oben gehen Sie am besten mit einer Scherenarbeitsbühne. Denn diese ist prädestiniert für Innenarbeiten in schmalen Räumlichkeiten. Das Serviceteam der Lifttech Arbeitsbühnenvermietung berät Sie gern bei der Auswahl und hilft bei der Entscheidungsfindung. Auch Vor-Ort-Besichtigungen, Anlieferung und die Bestellung eines Maschinenführers sind kein Problem. Darüber hinaus übernimmt das Team der Firma Lifttech gern die Formalitäten für eventuell notwendige Genehmigungen, wie zum Beispiel Straßensperrungen. Lifttech Arbeitsbühnenvermietungen in Hartmannsdorf, Zwickau und Schneeberg. Ihr Arbeitsbühnenprofi in der Vermietung von erstklassigen Arbeitsbühnen. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Polster-Aktionswochen vom 7. bis 28. Oktober. Jetzt bei Rego Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rego Möbel. Wir lieben Möbel. An meiner Seite habe ich jetzt den Thomas Rudolf vom Spielemuseum. Thomas, was gibt's alles zu entdecken hier bei euch? Also zuerst einmal viele Spiele. Aktuell hier unten im Spielraum 2800 Spiele, die alle gespielt werden können. Darunter befinden sich moderne Spiele. Also ältere Spiele weniger, vor allem Neuheiten aus den letzten paar Jahrzehnten, könnte man sagen. Auch die bekannten Spiele, Spiele des Jahres, vor allem die aktuellen, haben wir hier und die können den ganzen Tag auch gespielt werden. Und euer Publikum von Altersgruppe, groß, klein, wer kommt da so alles? Jeder. Also wir haben sehr oft auch Großeltern mit ihren Enkeln, wir haben Familien, Eltern mit ihren Kindern, wir haben auch oft Gruppen von Studenten teilweise, die wirklich auch etwas professioneller spielen. Also da sind wir im Publikum breit gefächert, da kommt jeder hierher. Und von wann bis wann ist denn hier so nachmittags geöffnet, also wochentags, Wochenende oder wie verhält sich das? Also normalerweise haben wir montags und dienstags geschlossen, Mittwoch bis Freitag geöffnet, 13 bis 18 Uhr und am Wochenende 13 bis 19 Uhr. In den Ferien haben wir auch dienstags schon geöffnet. Also kommen Sie auch mal vorbei hier ins Spielemuseum. Hier gibt es wirklich viel Platz und volle Regale und bei uns geht es jetzt weiter mit den Wochensplittern.
Katharina Kammerfeken ist tot. Die Schriftstellerin starb am 28. September, einen Tag vor ihrem 97. Geburtstag, in einem Chemnitzer Krankenhaus. Ihr literarisches Werk umfasst Romane, Erzählungen, Kinderbücher und Drehbücher. Seit 1990 lebte und arbeitete sie als freie Schriftstellerin in Flöha. Den Zuschauern von Kabeljournal Flöha ist Katharina Kammerfeken aus der Sendereihe Schriftsteller im Gespräch bekannt. Zwischen 2007 und 2012 moderierte sie diese Sendung insgesamt 10-mal. Katharina Kammerfeken wurde 1920 in Chemnitz geboren. Sie erlernte den Beruf einer Sekretärin. Ab 1949 arbeitete sie als Neulehrerin. Später studierte sie am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. 1956 erfolgte dann die Heirat mit dem 1971 verstorbenen antifaschistischen Widerstandskämpfer und Schriftsteller Karl Fegen. Mit ihm ließ sie sich in Augustusburg nieder. Dort wird Katharina Kammerfeken neben ihrem Mann auch ihre letzte Ruhe finden. Die Urnenbeisetzung findet am 24. Oktober auf dem Augustusburger Friedhof statt. Bei einem Pressegespräch am 29. September im Pressezentrum am Sachsenring stand der Motorrad Grand Prix 2018 auf dem Plan. Die FIM und Donna Sports haben den vorläufigen MotoGP-Kalender für das nächste Jahr veröffentlicht. So findet der Motorrad Grand Prix Deutschland 2018 vom 13. bis 15. Juli auf dem Sachsenring statt. Der Ticketvorverkauf für diese Rennveranstaltung beginnt am 16. Oktober, Punkt 8 Uhr. Erhältlich sind die Tickets über die neue Hotline 03723 44 11 260, über den Online-Shop unter www.srm.sachsenring.de, an bekannten Vorverkaufsstellen und über den SRM-Ticketshop. Der ist, genauso wie die SRM-Büros, umgezogen. Seit 4. Oktober lautet die neue Adresse Sachsenring Rennstreckenmanagement GmbH am Sachsenring 5a in 09353 Oberlungwitz. Neu ist nicht nur die Adresse. Und zwar gibt es zum 30.09., also zum Ende des Geschäftsjahres 2016-2017, einen Wechsel in der Geschäftsführung der SRM. Und zwar wird die langjährige Prokuristin und rechte Hand von Wolfgang Streubel, die Wolfgang Streubel Insamer Funktion als Geschäftsführer zum 30.09., das beginnt zum 1.10., ablösen. Wolfgang Streubel, nun 66-jährig, möchte ein wenig kürzer treten. Ich denke, altersbedingt ist die Zeit dran, dass Jüngere das Heft des Handelns übernehmen. Und ich bin ganz zuversichtlich, weil wir ja die letzten Jahre schon so zusammengearbeitet haben und die Hauptlast ohnehin bei der Frau Polers lag. Ich habe letztendlich nur den Kopf dafür hingehalten als Geschäftsführer. Und jetzt kommt das eben alles in eine Hand. Es waren nicht wenige Herausforderungen, die in Wolfgang Streubels Amtszeit bewerkstelligt werden mussten. Seinerzeit, als wir 2012 den ersten Grand Prix ausgerichtet haben, dann die Vertragsverhandlungen für die Verlängerung in 2016, damit wir 2017 überhaupt wieder agieren konnten. Und natürlich waren das schwere Stunden, dann feststellen zu müssen, dass wir 2017 doch mit diesem Besucherschwund leben mussten, der uns natürlich viele Probleme bereitet hat. Ein Grund des Besucherschwunds 2017 war, dass der Termin für den Sachsenring Grand Prix verlegt wurde, um eine Überschneidung mit der Formel 1 zu vermeiden. Nach jetzigem Formel 1-Kalender ist 2018 das Sachsenring Grand Prix-Wochenende Formel 1 frei. Für die neue SRM-Geschäftsführerin Nadine Polos ist die größte Herausforderung für die Zukunft, den Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring weiterhin zu sichern. Eine Aufgabe, die man nicht im Handumdrehen bewältigt. Wichtig ist natürlich, dass uns die Zuschauer weiterhin die Treue halten. Deswegen hat man für 2018 einiges attraktiver für die Besucher gemacht. Wir haben erstmalig Kindertickets. Das bedeutet, dass Kinder bis einschließlich 11 Jahren vergünstigte Tickets kaufen können für die Tribünen T1, T2, T7 und T12.
Des Weiteren ist am Freitag so ein sogenannter Schnuppertag. Der ermöglicht den Besuchern mit gültigem Ticket Zutritt zu allen Tribünen. Wir erhoffen uns davon, dass man natürlich auch mal in den Geschmack kommt, mal die Sachsengruppe zu besuchen, mal ins Infield. Wolfgang Streubel wird 2018 beim Sachsenring Grand Prix nicht fehlen. Für ihn waren in den vergangenen Jahren die größten Highlights der Grand Prix-Sieg von Sandro Cortese gleich 2012 und natürlich auch der zweite Platz im vergangenen Jahr von Jonas Folger und das gute Ergebnis 2015. Höhepunkte will er auch in Zukunft erleben. Also ich wünsche mir, dass der Sachsenring noch lange der Ausrichter des deutschen Motorrad Grand Prix ist und dass viele dem Sachsenring die Treue halten. Ich werde ja von jetzt ab wieder regelmäßig Tribünenkarten kaufen und natürlich dann auch die Rennen verfolgen. Bis 31. Januar 2018 kann man die Tickets zu Frühbucherpreisen erwerben. Die Preisübersicht erhält man unter anderem unter www.srm.sachsenring.de. Hunderte Besucher zog es am 30. September zum Fischereifest an die Schusterteiche nach Oederan. Dazu eingeladen hatte der Angelverein. Der hat 2004 die Gewässer von der Stadt gepachtet. Seitdem hat das Fest einen Stammplatz im Oederaner Veranstaltungskalender. Ein Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder das Kinderangeln. Dafür hatte der Verein einen Teich mit Forellen besetzt und Angelrouten bereitgestellt. Unter Aufsicht und mit Hilfestellung von erfahrenen Anglern durften die kleinen Festbesucher selbst einmal ausprobieren, wie es sich anfühlt, einen Fisch an der Angel zu haben. Für die Oederaner Petri Jünger eine gute Gelegenheit, die Kinder für den Angelsport zu begeistern. Es gibt aber auch noch andere Wege, um Vereinsnachwuchs zu rekrutieren. In der Schule haben wir eine Arbeitsgemeinschaft, dort könnt ihr dann hingehen und da wird im Prinzip die erste Ausbildung dann dazu gemacht. Die lernen also kennen, wie man einen Fisch tötet, wie man damit umgeht, welchen Fisch darf man töten, wie darf man angeln. Ja, und ab 13, 14 Jahre könnt ihr auch bei uns dann dabei sein, können im Verein als Jugendmitglied sein und werden entsprechend betreut. Die beim Kinderangeln gefangenen Fische konnten dann küchenfertig mit nach Hause genommen werden. Auch Karpfen und Saiblinge frisch aus dem Teich wurden beim Fischerfest verkauft. Wer das Zubereiten von Fischen lieber anderen überlässt, für den standen Fischbrötchen bereit. Für Fischverächter gab es Bratwurst. Es war also für jeden was dabei beim Oederaner Fischereifest an den Schusterteichen. Na dann, Petri heil und bis zum nächsten Jahr. Maskottchen, die sich necken. Das erlebte man am 3. Oktober im Chemnitzer Küchwald. Die Waageisenbahn macht zum 21. Mal ein Maskottchentreffen. Und dieses Maskottchentreffen ist ja nun in Sachsen sehr bekannt geworden. Und wir haben also heute 32 Maskottchen, die wir hier vorstellen bei der Parkeisenbahn. Darunter auch 5 vollkommen neue, die das erste Mal unterwegs sind. Und da sind wir recht stolz drauf, dass wir also auch vollkommen neue Maskottchen präsentieren können. Und ich denke, damit haben heute die Gäste auch die Möglichkeit, aus einer breiten Palette das schönste Maskottchen auszuwählen. Treffpunkt der Repräsentanten von Kommunen, Vereinen und Einrichtungen war wieder das Bahnbetriebswerk der Parkeisenbahn. Von hier ging es mit dem Zug in Richtung Bahnhof Küchwaldwiese. Haltepunkt war der Bahnübergang, wo die Maskottchen von vielen Fans begrüßt wurden. Traditionell schüttelten sie hier viele Hände und stellten sich für ein Gruppenfoto auf. Diesmal zog man angeführt vom Fanfarenzug Grimmitschau zur Bühne. Es war schon mächtig, herbstlich kühl und regenschauerhaft. Trotzdem hatten sich viele Besucher aus nah und fern eingefunden, um mit den Maskottchen einen fröhlichen Nachmittag zu verbringen. Ja, das Maskottchentreffen ist natürlich immer eine sehr schöne Veranstaltung, insbesondere für Kinder, die also die Maskottchen doch heiß und innig lieben. Aber natürlich ist es auch eine sehr wetterabhängige Veranstaltung. Und somit müssen wir immer zittern, dass uns der Regen nicht überrascht und die Maskottchen nicht vollkommen durchgeweicht werden.
Aber wir haben in jedem Jahr etwa 30 bis 50 Maskottchen hier bei uns. Und wir hoffen, dass das eine stabile Veranstaltung bleibt. Veranstaltungen gibt es bei der Chemnitzer Parkeisenbahn jährlich viele. Die nächste lässt nicht lange auf sich warten. Wir machen im Monat Oktober natürlich noch eine sehr große Veranstaltung. Der Anlass ist eigentlich, dass unser Lokschuppen 20 Jahre alt wird in diesem Monat. Und gleichzeitig sind natürlich auch 20 Jahre Gartenbahn zu feiern, die wir im Innenhof aufgebaut haben. Und das ist also dann am 14. und 15. Oktober bei einem Tag der offenen Tür zu bestaunen, wo man auch mal hinter die Kulissen gucken kann und ansehen kann, wie wir unsere Fahrzeuge reparieren, wie wir unser Reparaturgleis benutzen mit einem Kanal, mit einer Kranbahn. Und wir werden auch im Inneren des Lokschuppens noch eine ganze Menge an Gartenbahndingen aufbauen, die sonst nicht zu sehen sind. So werden wir also mal Rollwagenverkehr dort darstellen. Und natürlich wird unsere Gartenbahn sehr stark besucht sein, wo wir auch viele Exponate der Firma Märklin ausstellen und die 20 Jahre Gartenbahn ordentlich feiern wollen. Ausgerichtet und durchgeführt wird der Tag der offenen Tür vom Förderverein der Chemnitzer Parkeisenbahn. Und der Förderverein ist ja eine unverzichtbare Säule für unsere Parkeisenbahn. Wenn wir die Mitglieder unseres Fördervereines nicht hätten, dann könnten wir so manche Veranstaltung nicht in dieser Form durchführen, wie wir das heute tun. Der Förderverein sucht, wie andere Vereine auch, neue Mitglieder. Wer Lust hat, seine Freizeit bei der Parkeisenbahn zu verbringen, ist willkommen. Braucht sich nur bei uns zu melden. Es gibt heute für alle möglichen Gewerke und für alle möglichen Hobbys Verwendung bei uns. Das geht also los von vielen Frauen, die sich um die Beköstigung unserer Parkeisenbahner kümmern an den Sonntagen und in den Schulferien, wo wir also unseren Parkbahnern auch ein warmes Mittagessen anbieten. Und das geht weiter bei vielen, vielen handwerklichen Tätigkeiten, bei der Instandsetzung der Fahrzeuge, bei Instandsetzung unserer Strecke. Die Gleise müssen gewartet werden. Also da ist viel, viel Arbeit und wir sind eigentlich froh über jede Hand, die uns dort hilft. Die Gelegenheit, den Förderverein und seine Arbeit näher kennenzulernen, haben Interessierte unter anderem am 14. und 15. Oktober zum Gartenbahnfest und zum Tag der offenen Tür. Das sind nicht die letzten Veranstaltungen in dieser Fahrsaison. Also wir fahren noch bis zum ersten Sonntag im November, das wird der 5. November sein. Bis dahin ist noch Fahrbetrieb. Am 5. November verabschieden wir uns mit einer großen Fahrzeugparade, wo nochmal alles auf die Schiene gebracht wird, was bei uns Räder hat und rollt. Und diese ganze Fahrzeugparade wird dann kommentiert, sodass die Fahrzeuge erklärt werden. Und dann wird alles erstmal ein bisschen eingemottet. Wir fahren dann noch an zwei Tagen in diesem Jahr, nämlich am 6. Dezember zum Nikolaus und am 26. Dezember zum zweiten Weihnachtsfeiertag zu den Weihnachtsmannfahrten. Dort werden wir nochmal unterwegs sein, auch an beiden Tagen mit der Dampflok starten. Und dann hoffen wir bei einem schön verschneiten Küchwald auf viele, viele Fahrgäste. Danach ist erst einmal Winterpause. Das heißt aber nicht, dass sich die Parkeisenbahner auf die faule Haut legen. In der Winterpause werden wir unsere Fahrzeuginstandsetzung durchführen. Wir unterliegen ja ganz festen gesetzlichen Bedingungen, wie die Fahrzeuge regelmäßig instand zu setzen sind. Es gibt also Hauptinstandsetzungen, die durchgeführt werden müssen. Und auch da haben wir in diesem Winter wieder eine Lokomotive und einen Wagen in der Hauptinstandsetzung. Das macht alles unser Förderverein. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit. Zugleich müssen wir natürlich unsere Parkbahner weiterbilden. Wir machen also mit den Parkbahnern Unterricht, denn alles, was hier bei dieser Eisenbahn passiert, ist ja nach dem Vorbild der großen Eisenbahn, sodass unsere Parkeisenbahner viel, viel über die Eisenbahn lernen müssen in den Wintermonaten von November bis März. Können Sie auch eine Der Ort Galenz beging am 3. September das 25. Jubiläum seines Dorfmuseums. Dieses Bauerngehöft wurde weit über die Region hinaus bekannt,
weil es in seiner Art als lebendiges Museum ein Unikat darstellt. Zur Festveranstaltung waren über 80 geladene Gäste anwesend. In der Festansprache der jetzigen Museumsleiterin Beate Mühl wurde auf den Gründer Peter Schönfeld verwiesen, der die Grundlagen zum Dorfmuseum schuf, sowie auf die gute Arbeit von Karin Ulrich, die das Museum mit Leben erfüllte und mit guten Ideen weiterentwickelte. Zur kulturellen Umrahmung trug das Kinder- und Nachwuchsorchester des Jugendblasorchesters Kleinerzgebirge Oederan bei. Es wurde von Marcel Fuchs geleitet. Der Bürgermeister der Stadt Oederan hatte die Festveranstaltung eröffnet und die kontinuierliche beispielgebende Arbeit des Heimatvereins gewürdigt, der im Dorfmuseum größtenteils auch seine Heimstadt hat. Er begrüßte zum festlichen Anlass auch den Bürgermeister Radomir Blaha aus der Tschechischen Republik, aus Perutz, einem Ort, zu dem partnerschaftliche Beziehungen und auch museale Kontakte bestehen. Wir fragten den Bürgermeister, der gerade erst sein Amt kommissarisch übernommen hatte, wie er die Zusammenarbeit mit Galenz weiterentwickeln wolle. Dneska se mi to velice líbilo. Jsem Jsem velice potěšen, že jsem se mohl tohoto dnešního výročí zúčastnit, 25. Es freut mich sehr, dass ich heute anwesend sein konnte und bei diesem 25. Jubiläum dieses Museums. A věřím, že po dnešku bude spolupráce mezi muzeem místním a muzeem na Peruci bude pokračovat. Und ich kann mir vorstellen und bin der Meinung, nach dem heutigen Tag, wo ich es hier kennenlernen konnte, dass unsere Partnerschaft zwischen diesem Museum und dem Museum der Kleinstadt Perutz weiter fortgeht. In den vielen Jahren, in denen wir jetzt nun schon erfolgreich zusammenarbeiten. Und ich hoffe, der Vereinsvorsitzende des Heimatvereins, Thorsten Lange, würdigte im weiteren Verlauf der Veranstaltung die ehrenamtliche Tätigkeit aller im Museum wirkenden Arbeitsgruppen und besonders der Museumsleiterin Beate Mühl. In Anlehnung an die traditionellen Erntefeste und die Winterarbeiten auf dem Bauernhof konnten die etwa 600 Besucher am Nachmittag das Getreidedreschen mit dem Dreschflegel verfolgen. Der älteste Mitwirkende hierbei ist Siegfried Richter mit 88 Jahren. Das ist eine respektvolle Leistung. Nebenan führt Udo Mühl vor, wie man Besen bindet und Holzröhren bohrt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber Schuster Steffen Auerbach gab zum Besten, dass er zuweilen auf Wunsch von Oldtimer-Freunden auch mal Treibriemen für Motorräder herstellt. Oben im gemütlichen Stübel erfahren die Besucher, wie Deckchen geklöppelt werden. Und nebenan in der Schnitzstube werden angefangene Arbeiten zu Ende geführt. Denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Am Spinnrad sitzt Gudrun Frohmader, die man in den Sommermonaten auch im Kräutergarten findet. Das Wetter fuhr am 3. Oktober Achterbahn und brachte einen stetigen Wechsel zwischen dunklen Regenwolken und Sonnenschein. Der Wind war aber genau richtig, um Drachen steigen zu lassen, beim Drachenfest auf dem Trainingsgelände des Hundesportvereins Pleisa. Das ist hier schon Tradition. Also als ich hier angefangen habe, war das auch schön. Und wir wollen die Tradition eigentlich weiter fortsetzen und wir machen das ja auch mit dem Heimatverein zusammen. Die Mitglieder beider Vereine hatten einiges vorbereitet, damit sich die Besucher wohlfühlen. So gab es reichlich Kulinarisches, eine Hüpfburg für die Kinder und selbstverständlich den Drachenwettbewerb. Bei dem wählte eine Jury die schönsten Drachen aus. Es gab Sachpreise für die drei Erstplatzierten und Trostpreise für alle anderen. Unter den Besuchern waren auch einige Hunde, von denen manche neue Freunde fanden. Neue Freunde haben sich auf dem Trainingsgelände des Hundesportvereins schon viele gefunden. Hauptsächlich sonntags, wenn hier trainiert wird. Von um 10 bis so lange, wie wir eben bleiben möchten. Meistens erst mal eine Stunde Unterordnung und Neueinführung von Hunden.
Und dann, wer noch bleiben möchte und mit seinem Hund ein bisschen was machen möchte, kann das dann auch gerne unter Anleitung tun. Wer reinschnuppern möchte, braucht einfach nur vorbeischauen. Neben der Basisausbildung wird noch anderes angeboten. Vorbereitung für die Begleithundprüfung der Hunde. Die können ab 17 Monaten, kann da der Hund antreten mit vorneweg diesem Übungsprogramm, dass sie das auch alles können, was da abverlangt wird. Da ist noch eine Theorie für die Hundeführer mit dabei. Die muss praktisch der Hundeführer erst absolvieren und dann kann er mit dem Hund zur Prüfung antreten. Der Pleißer Verein hat zudem eine Mentrailer-Trainingsgruppe. Heißt, hier werden Hunde für die Suche nach Personen ausgebildet. Geplant ist noch anderes. Dass wir uns nächstes Jahr darauf orientieren werden, mal ein bisschen dieses Rallye-Obedience auszuprobieren, dass wir das den Hundeplatzbesuchern hier auch anbieten können. Und dass wir an für sich weiterhin so eine stabile Lage haben an Mitgliedern, wie es jetzt ist. Mehr Informationen zum Hundesportverein Pleißer erhält man auch im Internet unter www.hsvp.de. Das Schloss Liechtenstein. Viele Jahre war es Interessierten nicht möglich, einen Blick hinter das große Tor zu werfen. Seit es seit 2014 einen neuen Besitzer hat, öffnete sich das Tor schon viele Male für Besucher im Rahmen verschiedener Veranstaltungen. Möglich wurden auch wieder Führungen durch die unterirdischen Gänge des Schlosses. Eine Extraführung gab es am 4. Oktober für die Kinderhilfe Liechtenstein. Herbstferien, da bietet natürlich auch die Kinderhilfe ein Programm für Kinder und auch Eltern, die daran teilnehmen wollen. Heute, die erste Veranstaltung, ist ein Besuch der unterirdischen Gänge in Liechtenstein. Das war ein Wunsch der Kinder. 11 Uhr hatte man sich zur Führung verabredet. Plötzlich tauchte ein Ritter auf. Seid gegrüßt. Hallo. An historischer Stelle. Wo wollt ihr hin? Na, in die unterirdischen Gänge. Das ist gefährlich. Da soll es auch spuken. Und viel Blut ist dort geflossen. Er musste es wissen, der Burghauptmann von Liechtenstein. Günther von Berbisdorf zu Zürschau. Das ist der Name, eh? Vor über 400 Jahren hatte der mächtig zu tun. Er hatte immer zu schauen, dass die Burg sicher war vor Feinden, dass keiner ungesehen eindringen konnte. Und er musste auch schauen, dass in der Stadt alles sicher war, dass es keinen Aufruhr gab. Am 4. Oktober hatte er die Schlüsselgewalt über die Schlossunterwelt. Vor allem für die Kinder war die neu. Sie nahmen die Folterkammer und den Hungerturm in Augenschein. Vom Burghauptmann, der im wirklichen Leben Christian Brettschneider heißt und auch als Nachtwächter in Liechtenstein unterwegs ist, erfuhren sie dazu viele interessante Dinge. So aus dem Leben der Bauern und Handwerker anno dazumal. Und von 6 Tagen jede Woche mussten die früher 3 Tage für die Herren von Schönburg arbeiten, auf denen ihren Feldern, in den Wäldern Bäume ummachen, nach Hause fahren. Und dazu mussten sie noch ihre Wagen mitbringen, ihr Werkzeug. Und erst wenn die Arbeit erledigt war, dann konnten sie ihre Arbeit zu Hause weitermachen. Und irgendwann wollten die das nicht mehr. Da gab es früher den Bauernaufstand. Und später dann, 100 Jahre später, nach dem Bauernaufstand, da haben die Bauern in Liechtenstein und in Hohndorf gesagt, das wollen wir nicht mehr. Jede Woche 3 Tage für die Arbeiten. Und da sind sie vor die Burg gezogen und haben denen das gesagt. Und was haben da die Schönburger gemacht? Die haben sich beschwert. Die haben sie einsperren lassen. Hier hinne. Und hier hinne, in dieser Folterkammer, waren 44 Bauern 3 Wochen lang an Ketten angehängt an der Wand. Konnten nicht rumlaufen, immer 2 Mann, 3 Wochen lang. Genauso ohne Licht, ohne Fernseher, ohne Toilette, in völliger Finsternis. Besichtigt wurde noch anderes unter der Erde, so die Gänge mit zahlreichen Nischen, die Einlagerungszwecken dienten. Ein spannender Einstieg in die Herbstferien. Wo
Morgen geht es weiter. Morgen bieten wir einen DRK-Lehrgang an für Kinder, sodass die Kinder lernen, in Notsituationen umzugehen. Nächste Woche wandern wir gemeinsam in Simmelmarkt. Dort hat Herr Simmel unsere Kinder zu einem Frühstück eingeladen. Und natürlich ist die Kinderhilfe täglich geöffnet und die Kinder können kommen. Und jetzt habe ich noch ein Highlight. Und zwar gibt es eine Helfergruppe in Würzburg. Das ist ein Unternehmen, was die Kinderhilfe ausgeguckt hat. Die kommen nächsten Sonnabend, übergeben den Kindern Spenden und werden mit uns den Samstag verbringen. Da sind wir natürlich froh, dass es sogar, ich sag mal, länderübergreifend diese Hilfe wirksam wird. Unterstützung gibt es jede Menge für die Kinderhilfe Liechtenstein. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Kinder, deren Eltern nicht zu den gut Betuchten gehören, ebenfalls eine abwechslungsreiche Ferien- und Freizeit erleben. Die Sommerferien waren natürlich sehr intensiv. Da waren Wanderungen, da war ein Besuch in Leipzig, ein Besuch im Zoo, viele Veranstaltungen in der Kinderhilfe. Da hatten wir gesunde Ernährung, wo ganz einfach die Kinder lernen sollen, auch Obst und Gemüse kennenzulernen und natürlich dann auch zu verkosten, das mit nach Hause zu tragen, dass dann die Mama auch sich darauf einschwört und diese gesunde Ernährung den Kindern anbietet. Ziel unserer Veranstaltung haben immer ein bisschen, sage ich mal, oder überhaupt erzieherischen Wert, dass am Ende bei den Kindern auch was bleibt. Und was wir noch vorhaben im November, eine Herbergsfahrt. Da wollen wir mit den Kindern 2 Tage in eine Jugendherberge fahren, wollen es austesten. Und wenn alles gut geht, werden wir natürlich dann nächstes Jahr mehrere Tage fahren. Es gibt viel zu entdecken in der Welt da draußen. Aber, das erfuhren die Kinder am 4. Oktober, Liechtenstein ist auch sehr spannend. Vor allem, wenn man die Stadt nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe betrachtet. Beim Pressegespräch im Rathaus Limbach-Oberfrohna ging es am 28. September um Jugendarbeit. Zum aktuellen Stand in der großen Kreisstadt informierte gemeinsam mit Vertretern des Arbeitskreises Jugend-LO der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel. Anlass war, dass der Jugendhilfeplan des Landkreises Zwickau derzeit in Bearbeitung ist und später vom Kreistag beschlossen werden soll. Hierfür wird die Jugendarbeit in den Kommunen unter die Lupe genommen und über die Verteilung der Stellen im Sozialbereich diskutiert. Die statistische Auswertung in Sachen demografische Entwicklung vermeldet für Limbach-Oberfrohna einen Anstieg der 0- bis 27-Jährigen. In den nächsten 4 Jahren von, und wir haben das ziemlich genau gemacht hier, von 5.689 auf 5.936. Das würden durch so nie eintreten, aber die Tendenz kann man da klar sehen. Das sind also ungefähr 4,4% Anstieg. Derzeit liegt in dieser Altersklasse Limbach-Oberfrohna mit 1% über den Durchschnitt im Landkreis. Ich denke, das ist nochmal so ein leichter Hinweis darauf, dass wir als Standort eigentlich ganz gut aufgestellt sind und vielleicht auch ein Tick familienfreundlicher sind und vielleicht auch mit unseren Angeboten von Kindergartenbereich bis Jugendarbeit doch nicht so schlecht aufgestellt sind. Der Jugendarbeit widmen sich im Jugendhaus in Rußdorf 1,5 Vollzeitkräfte, die anteilig vom Landkreis gefördert werden. Dann haben wir das Suspekt hier in der Buchsteller Straße, das, und das ist jetzt die gute Nachricht eigentlich, bisher als innovatives Projekt geführt worden ist und jetzt in die Regelförderung kommt, also den Test eigentlich auf Wirksamkeit auch bestanden hat. Der Oberbürgermeister rechnet mit einer dauerhaften Förderung der Stelle im Jugendclub Suspekt. Gefördert werden ebenso 1,5 Stellen für die mobile Jugendarbeit. Die teilt sich Limbach-Oberfrohna mit Niederfrohna, Hohenstein-Ernsthal und Kallenberg. Mit Inkrafttreten des neuen sächsischen Schulgesetzes am 1. August 2018 wird es an allen Oberschulen einen Sozialarbeiter geben. Limbach-Oberfrohna hat bereits jeweils einen an den 3 Oberschulen und am Gymnasium. An den Grundschulen wird Sozialarbeit vom Streetworker Heiko Schönherr angeboten. Wir haben dann durchaus eine ganze Menge an Fällen schon in der Grundschule, sodass der Ansatz aus meiner Sicht absolut richtig ist. Wir haben also hier auch die Bestätigung vor Ort, dass das so gemacht werden sollte. Und da gibt es also jetzt eine Prioritätenliste des Landkreises von 70 Schulen. Da fallen dann die kompletten Oberschulen natürlich wieder raus. Die sind jetzt mit bewertet worden, sodass man dann von diesen 40 Schulen ein Ranking hat. Und wir befinden uns mit einigen Schulen relativ weit oben. Das ist die Goethe-Schule zum Beispiel. Die Jugendhilfeplanung hat festgestellt, dass wir für den Jugendclub in Wolkenburg eine professionelle Bekleidung brauchen. Also
wie gesagt, das wird jetzt aus fiskalischen Gründen mit dem Landkreis nochmal schwierig, das auch darzustellen. Da sind wir aber jetzt auch dran, dass wir das auch hinkriegen, dass dort wirklich nochmal eine halbe Stelle geschaffen wird, also mindestens eine halbe Stelle, damit der Jugendclub nicht in der Luft hängt. Wir sind jetzt also dabei, dort erhebliche Mittel zu investieren. Wir haben den Nachbarschaftsstreit befriedet nach 2 Jahren und sind jetzt dort auf einem guten Wege, können 200.000 Euro investieren, dass wir dort einen vernünftigen Anlaufpunkt auch im ländlichen Raum bekommen. So, da muss aber auch ein bisschen begleitet werden. Das ist das eine. Und das zweite, was eindeutig festgestellt worden ist, dass wir in dem Bereich Familien, unterstützende Leistung, Familienberatung auch kein Angebot haben und dass wir dort als Sozialraum auch ein Angebot bräuchten. Ja, das ist also hier nochmal klar definiert worden. Allerdings geht es auch nur, wenn der Landkreis da auch mitzieht und auch Personal stellt. Ja, wir haben als Stadt, das möchte ich auch nochmal sagen, viele Leistungen übernommen, die wir normalerweise aus Zuständigkeitsgründen in der Breite nicht abdecken müssten. Das hängt ganz eng damit zusammen, dass 2010 die Jugendpauschale damals gekürzt worden ist vom Freistaat Sachsen von 14,90 Euro, glaube ich, auf 10,40 Euro, also ganz erheblich. Damals der Meinung, dass man überall sparen muss. Das haben wir ja auch gemerkt, dann im Bereich Personalabbauplanung und so weiter. Und der Landkreis hat in diesem Zuge seine geförderten Stellen von, glaube ich, 57 auf 31 gekürzt. Also ganz erheblich, auf dem Stand sind wir heute noch. Und da muss man jetzt wirklich die Frage stellen, weil parallel die Kosten für die Jugendhilfe enorm angestiegen sind, also jährlich. Wir haben jetzt einen Vergleich gemacht im Landkreis, in den letzten 3 Jahren von knapp über 40 Millionen auf knapp über 70 Millionen der Planung, also erhebliche Anstiege, dass man da präventiv nochmal gegensteuern müsste. Das ist unsere Meinung und die werden wir jetzt auch vertreten. Der Arbeitskreis Jugend Limbach-Oberfrohna, der seit 10 Jahren existiert, versucht die Jugendarbeiter und die Jugendlichen der Stadt zu bündeln, um Ideen zu sammeln und zu verwirklichen. Hierbei hilft der Jugendfonds aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Im vorigen Jahr wurden zum Beispiel 2 große Konzerte veranstaltet mit Jugendlichen, das sogenannte Gates of Metal, das waren also Metal-Konzerte. Das war eine Initiative, die von Jugendlichen ausging, die wir im Jugendhaus durchgeführt haben. Dann haben wir auch regelmäßig Volleyballturniere durchgeführt über den Arbeitskreis. Was haben wir im voriges Jahr noch gemacht? Ich muss jetzt überlegen. Natürlich uns am Tag der Sachsen beteiligt, ne? Mit der Jugendbühne und der Enner Graffiti-Aktion. Das war voriges Jahr natürlich auch ein großer Höhepunkt. Dass die Jugendlichen aktiv mitwirken können, macht den Arbeitskreis attraktiv. Wenn ich zurückdenke, wo wir angefangen haben, waren es doch was sehr großen Schwankungen, ist das unterlegen. Da waren teilweise wir vielleicht 10 Leute oder noch weniger. Mittlerweile müssen wir eigentlich zu jeder Sitzung Stühle oder Bänke organisieren, weil es immer mehr werden. Ein besonderes Projekt, das schon seit einiger Zeit läuft und etwas größer ist. Das ist der Jugendatlas für die Stadt Limbach-Oberfrohna und die angrenzenden Gemeinden. Ist ein Projekt, was wir in Anlehnung an den Glauchauer Stadtatlas für die Jugend in Angriff genommen haben. Wird aber trotzdem noch mal eine ganze Spur anders. Die Mühe, den Atlas zu erstellen, machen sich die Jugendlichen. Damit auch gerade vielleicht Jugendliche, die neu hier sind oder hierher gezogen sind, wie auch immer, oder auch einfach Leute, die sich nicht komplett auskennen, was erschreckenderweise bei vielen so ist, die auch nicht wissen, wo das Jugendhaus ist und alles solche Geschichten, dass wir das aus dem Weg räumen. Und somit vielleicht auch wieder immer noch zu neuen Mitwirkenden kommen. Auch wenn es von der Jugendarbeit in Limbach-Oberfrohna viel Positives zu vermelden gibt, ganz wunschlos glücklich ist man nicht. Es gibt zurzeit relativ viel Ressourcen im Projektbereich. Also es stehen Mittel zur Verfügung, weil auch viel getan werden muss. Die Notwendigkeit ist da. Aber es fehlt eben einfach an personellen Ressourcen. Ich will das hier auch nochmal unterstreichen, weil ich habe es vorhin auch gesagt, die Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahren auch einfach gewandelt. Unser Jugendhaus besteht ja schon reichlich 20 Jahre. Wir haben ja voriges Jahr auch Jubiläum gefeiert. Und das war übrigens auch ein relativ großes Projekt voriges Jahr.
Und am Anfang war das reineweg ein Treff, wo Angebote liefen für Kinder und Jugendlichen. Und die Arbeit hat sich aber eben auch dahingehend gewandelt, dass wir mittlerweile eben sehr auch aus dem Haus rausgehen, in die Schulen und eben diese Netzwerkarbeit leisten, was eben der Arbeitskreis jugendweitgehend darstellt, aber auch anderweitig eben mit Schulen und Trägern Kontakte haben. Trotzdem muss aber auch das Haus, die Einrichtungen, der Jugendclub müssen immer offen gehalten werden, und das ist oftmals ein wirklich ein großer Akt, also das personell abzufedern und abzusichern. Und da wird man uns schon einfach dort auch Prioritäten mehr wünschen, dass da was passiert, weil da einfach Leute gebraucht werden. Das ist so, um sowas rundherum absichern zu können. Ne? Also wenn ich schon mal hier im Spielemuseum zu Gast bin, dann kann ich es mir natürlich nicht verkneifen, auch ein Spiel zu machen. Thomas, was spielen wir denn jetzt? Und zwar nennt sich das Lakota, ist im Prinzip ein Geschicklichkeitsspiel, in dem man versuchen muss, seine Steine als erster auf das Brett abzulegen. Dabei gibt es verschiedene Legeregeln, zum Beispiel dürfen sich die Steine nicht berühren, die Steine dürfen nicht schräg aufeinander liegen und die Steine dürfen auch nicht hochkant stehen. Sie dürfen aber überaus schauen und man darf Brücken bauen, indem man einen Stein auf zwei andere legt, dann darf man sofort einen weiteren Stein legen und so bekommt man mehr Steine los und so gewinnt man das Spiel. Und während ich hier mit dem Thomas noch eine Runde spiele, geht's im Programm weiter mit Schmecken lassen. Herzlich willkommen zu Schmecken lassen aus dem K&W Küchenstudio auf der Burstendorfer Straße 80 in Eppendorf. Tina, was haben wir denn heute vor? Ja, wir machen heute Walnussgnocchis mit gebratenem Kürbis. Und ja, das passt zu unserer Herbstkarte, weil jetzt ist ja Kürbissaison, Walnüsse kommen ja jetzt auch. Und ja, wir werden auch Wild haben, also viele Variationen von Wild. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir schneiden zuerst den Kürbis klein in schöne feine Würfel und dann werden wir mal die Masse für die Gnocchis anrühren. Gut. So, gebe ich dir das mal. Mhm. Wie hättest du es denn gern? Erstmal halbieren, dann müssen wir die Kerne rausmachen. Okay. Die Schale kann man beim Hokkaido-Kürbis mitessen. Mhm. Ich habe auch einen Muskatkürbis mitgebracht, um mal zu zeigen, dass es viele verschiedene Sorten gibt vom Kürbis. Hm. So, und die Kerne, die machen wir jetzt mit dem Löffel raus? Genau, oder? Mit dem Löffel machen wir die raus. Ganz schön große Kerne. Mhm. Wie ist denn das überhaupt, wenn man die Kerne jetzt hier behält oder so? Kann man da auch wieder gleich fürs nächste Jahr neue Kürbisse pflanzen? Ja, man kann die wieder anpflanzen. Hm. Muss man die erst trocknen vorher, oder? Ja, also wenn man sie trocknet, dann kann man ja die Kürbiskerne rauspulen und dann sein eigenes Öl machen oder halt dann Kürbiskerne rösten für Suppe oder Salat. Schneid einfach so Scheiben jetzt runter. Ja. Und dann halbiere ich die Scheiben nochmal und dann schneide ich die einfach so runter. Und dann hat man unsere schönen kleinen Würfel. Ah, die haben auch wirklich eine herrliche Farbe, die Kürbisse. Welche Sorte war das gleich nochmal? Das Hokkaido-Kürbis. Das klingt asiatisch irgendwie.
dachte, die kommen irgendwie aus Südamerika ursprünglich, ne? Ursprünglich kommen die daher. Und dann ist wieder mit der Kartoffeln, sind sie dann halt einfach mal weitergezüchtet, weiterentwickelt worden. Aber was ich jetzt auch gleich mal noch loswerden muss, ich habe ja hier bei der Sandra schon immer schmecken lassen mit angeguckt und war ja schon sehr neugierig aufs Küchenstudio hier. Ja. Und ich muss sagen, ich bin echt platt. Also die Küche ist ja ein echter Traum. Die Küche ist sehr schön, ja. Schön, dass das ist alles so sehr harmonisch. Na, mir gefällt auch vor allen Dingen hier diese indirekte und dezente Beleuchtung und die schönen breiten Arbeitsflächen, also wirklich, ich beneide euch. Das Gute an dem Kürbis ist, dass man den nicht erst kochen muss. Mhm. Wenn man den brät, dann wird er nämlich auch weich. Sag mal, Tina, wie ist es denn eigentlich, dieses Gericht, was wir heute kochen, mhm, gibt es das bei euch im Hotel auch? Ja, wir haben jetzt ab nächste Woche fangen wir mit unserer Apskotte an. Da wird es das als vegetarisches Gericht geben. Hm. Unter anderem auch Kürbissuppe. Wir werden auch viele Variationen vom Wild anbieten. Und ja, Walnusssaison, Orangen kommen wir jetzt auch wieder. Mal schauen, was wir alles noch so zaubern können. Klingt auf alle Fälle lecker. Ja. Aber apropos Hotelbesuch. Ich habe auch von Frau Striegler erfahren, ihr habt ja dann auch hier im Herbst natürlich auch verschiedenste Feiern noch und dann stehen ja auch hier die, ich sag jetzt mal, die Weihnachtsfeiern eigentlich ja, schon praktisch genau wieder mit vor der Tür. Habt ihr da noch freie Plätze oder ist ja schon alles ausgebucht? Also wer noch eine Weihnachtsfeier bei uns machen möchte, der kann sich gerne bei uns melden. Und wir haben auch am 11.11. Martins Gansmenü anzubieten. Das ist ja passend zu also an einem Samstag. Und ja, da gibt es schöne leckere Martinsgans. Mal schauen, also wenn Sie noch nichts vor am 11.11., dann kommen Sie gerne bei uns vorbei. Den 11.11. kann man sich ja auch prima merken eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Sag mal, Tina, die Gnocchi, ich habe das immer noch nicht so richtig rausbekommen. Sind das nun Nudeln oder nee, was ist das nun so richtig? Also man denkt immer, Gnocchi sind Nudeln, aber eigentlich ist das eine Kartoffelspeise. Die werden aus gekochten Kartoffeln gemacht. Also unser Rezept ist eigentlich ganz einfach. Es ist 1 Kilo gekochte Kartoffeln, 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Grieß, Salz und Pfeffer. Und mehr braucht man nicht. Und dann kann man abwendeln. Jetzt in der Bärlauchsaison haben wir mal Bärlauch angemacht. Da werden die schön grün oder halt jetzt 200 Gramm gehackte Walnüsse mit dran. Und dann ist das halt ein leckeres Gericht. Es macht uns sehr satt und ist so gesund und man hat halt was mit Kartoffeln. Ja, klingt wirklich einfach von den Zutaten her. Hat man ja auch praktisch immer im Haus. Ja, ne? Eigentlich schon, ne? Ich habe auch mal was gehört von Salbei, Butter, Gnocchi. Das klang auch sehr lecker. Ja, das haben wir auch. Da haben wir immer Salbei bei uns. Salbei wächst ja das ganze Jahr. Genau. Das kann man da immer abwägen. Welche Gewürze machen wir dann hier eigentlich noch ran? So, was passt dazu sehr gut? Es passt sehr gut. Also wie gesagt, Salbei passt sehr gut ran. Salz, Pfeffer auf jeden Fall. Petersilie habe ich mitgebracht zum Hacken für die Gnocchis. Ja, genau. Man kann auch Kürbis kann man ja auch vielseitig anwenden. Zum Beispiel süß. Wir hatten auch letztes Jahr zum Beispiel süß eingelegten Kürbis als Dessert. Das ging auch sehr gut. Da kann ich mich noch dran erinnern, das hat meine Oma immer gemacht. Ja, genau. Und genau, süß kann man machen, herzhaft kann man es machen, super kann man daraus machen. Mal sehen, was wir uns noch so einfallen lassen. Also die Kürbisse sind ja echt hier vielseitig einsetzbar. So Allrounder, genau, sagt man heute, ne? Genau. Ich werde jetzt noch ein paar Walnüsse hacken für unsere Gnocchis. So, wenn du möchtest, kannst du gerne schon mal die Petersilie hacken. Mhm. Ja, ist die schon gewaschen? Ja. Aber Walnüsse sind ja auch so kleine Wunderprodukte der Natur. Ich habe irgendwie gelesen, die sind irgendwie besonders reich an sehr gesunden Fettsäuren. Ne? Genau, ja. Also Walnüsse sind sehr gesund. Allgemein Nüsse haben sehr viel Fett. Also wenn man abnehmen möchte, sind Nüsse jetzt nicht gut, aber brauchen wir doch nicht.
wir möchten ja nicht abnehmen. Bei der Lagerung muss man bloß aufpassen, ne? Ja, die muss man dunkel lagern, weil wenn man die, also die werden ja grün geerntet und dann muss man die dunkel lagern, damit sie, sag ich mal, trocknen. Und wenn die ganze Zeit im Licht sind, dann werden die schlecht, also beziehungsweise trocknen die da nicht so gut, sag ich mal. Hm. Ich habe es beim Backen auch oft schon gehabt, dass die dann auch nach einer Weile, wenn man die Tüte nicht gleich aufgebraucht hat, irgendwie so tranig geschmeckt genau. haben. Das hat man dann eigentlich am Geruch und am Geschmack sofort erkannt, dass die einfach nicht mehr frisch sind. Ja, ja, die werden dann so schrumpelig und schmecken einfach nicht mehr so gut. Wie möchtest du denn eigentlich die Petersilie? Doch etwas grober, damit nicht so viele... kannst du ruhig schon ein bisschen feiner machen. Gut. Da sind ja die Geschmäcker auch verschieden. Ja, das ist korrekt. Wie lange wächst eigentlich Petersilie draußen im Garten? Naja, so, wenn man es einpflanzt, kommt halt drauf an, wie das Wetter ist, ne? Wenn viel Sonne scheint, wenig Regen, dann schon so 4-5 Monate. Kann aber auch, wenn es ideale Bedingungen hat, auch schon schnell gehen, 2 Monate. Das ist ja je nachdem. Habt ihr im Hotel Bock eigentlich auch einen eigenen Kräutergarten am Haus? Ja, wir haben einen eigenen Kräutergarten, da wächst Schnittlauch. Waldmeister haben hier ganz viel. Salbei auf jeden Fall. Dann, oh ja, der frische Salbei, das ist ja auch. Minze wächst auch ganz viel bei uns. Und essbare Blüten. Jetzt im Herbst wird es langsam ein bisschen weniger mit den essbaren Blüten. Es ist halt dann eher mehr im Sommer. Aber jetzt müssen wir halt mehr so auf die Wildkräuter zurückgreifen, die noch wachsen. Im Hotel achtet ihr ja auch besonders auf die Herkunft eurer Lebensmittel. Ja. Wo bezieht ihr eigentlich eure Wild her? Unser Wild kommt vom Müller Frenki aus Marienberg, also aus dem Marienberger Forst. Der hat seinen Sitz in Chemnitz und in Marienberg. Und es ist ein ganz, ganz lieber und sympathischer Mann. Den mag ich wirklich sehr gern. Und das Wild ist auch immer hervorragend. Was sind eigentlich so Qualitätsmerkmale von Wild? Das darf auf keinen Fall riechen. Wenn es dann anfängt, dunkle Flecken zu kriegen, liegt es auch schon eine Weile. Also am frischen Wild erkennt man eine schöne rote Farbe vom Fleisch. Es riecht nicht und es ist nicht so schleimig. Das ist ein Qualitätsmerkmal. So, und die Petersilie, geht die bei dir genau durch die Qualitätskontrolle? Sieht sehr gut aus. Die kannst du jetzt hier reintun. Genau, jetzt haben wir die Walnüsse gehackt und die Petersilie dazu. Jetzt geben wir noch 500 Gramm Mehl rein, natürlich schon abgewogen. Dann 100 Gramm Grieß. Pfeffer und 2 Prisen, 2,5 Prisen Salz. Genau, das müssen wir jetzt kneten, wenn du das machen möchtest. Klar, gerne doch. Und dann formen wir das. Mhm. Gibt es beim Kneten eigentlich noch bestimmte Dinge zu beachten? Nö, einfach, dass alles schön zu einer feinen Masse ist und dann... W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Eppendorf-Bustendorfer Straße 80. Besuchen Sie unsere neue Ausstellung. Neue Modelle, neue Farben sowie Faszination Fortschritt. Wir bieten Ihnen ein breites und ausgewähltes Sortiment der führenden Küchen- und Elektrogerätehersteller. Sonderanfertigungen sind kein Problem. Dafür stehen angeschlossene Tischlereien zur Verfügung. Wir setzen Ihre Wünsche um. Sachlich, funktionell und mit Pfiff. Unser Ziel, zufriedene Kunden. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich um und lassen Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Eppendorf, Burstendorfer Straße 80. Hallo Ute, Sie haben heute ja wieder was mitgebracht, was Sie mit der Sandra letztens hier angesetzt hatten. War das Sandras Hustensaft? Genau, Peggy. Hier sehen Sie unseren Ansatz von vor ein paar Wochen. Da hatten wir ja Honig, Salbei und alles Mögliche zusammengerührt. Und das nennen wir jetzt gleich mal Sandras Hustensaft. Da war sie ja auch so ein bisschen kränklich. Das riecht wirklich herrlich. Toller Duft, ne? Und jetzt probieren wir das mal. Da bin ich gespannt. Muss zwar noch ein bisschen ziehen, aber... Wie lange muss man insgesamt ziehen? Also laut Rezept sechs Wochen, so ungefähr. Wie viele haben wir jetzt schon von den sechs Wochen? Vier, fünf, so ungefähr. So, na dann, zum Wohl mit dem Hustensaft. Machen wir aber zugleich. Also wenn wir jetzt hier irgendwie Schnute ziehen. Lecker. Lecker. Den mag auch jedes so Kind. Wie? Da gab es früher irgendwie mal so einen Hustensaft für Kinder. Echt? Na, vor allen Dingen hat es noch was Frisches durch die Zitrone. Man schmeckt den Zimt, die Nelken. Leicht kräutrig. Ist wirklich sehr zu empfehlen, finde ich. Oh ja. Sollte ich noch mehr ansetzen. Also das Rezept findet man ja bei uns auf der Internetseite vom Kabeljournal. Und ist das auch auf der Internetseite vom Hotel Bock zu finden? Nee, da findet man es nicht. Ich habe das angerührt und man kann mich danach fragen, dann erzähle ich es gerne. Kann man ja gerne alles selber machen. Die Zutaten am liebsten bei mir im Delikat den Honig kaufen von unseren Bienen und alles andere, was man noch dazu braucht, bekommt man dann in jedem anderen Geschäft auch und dann können Sie es gerne zusammenrühren. Aber auf meiner Internetseite steht es nie. Also auf der Internetseite steht es einfach nie. Aber ich habe heute noch mehr mitgebracht. Wir sind ja jetzt neues Team und da wollte ich Ihnen einfach mal so ein bisschen zeigen, was es bei uns im Delikat noch so gibt. Ne? Sandra hat schon geschwärmt vom Delikat. Außer Honig, Kaffee haben wir jetzt auch wieder ein riesengroßes Sortiment von Schokolade und das wird auch gern Weihnachten noch mehr. Also ich habe Schokolade eingekauft, reine Schokolade mit 75% Kakaoanteil zum Beispiel oder hier verschiedene gefüllte Schokoladen. Mhm. Die sind jetzt alle von Zotter aus Österreich. Es kommt dann aber auch noch die von Patrick dazu, von der Rochsburg. Ja, und dann, wie immer, habe ich uns einen Wein mitgebracht. Oh, klingt gut. Nun kenne ich noch gar nicht Ihre Vorlieben für Wein. Weiß, rot, trocken, lieblich. Also ich persönlich habe eigentlich aus jeder Kategorie einen gewissen Lieblingswein. Und ich bin begeistert, wenn ein Wein, ich sage jetzt mal, fruchtig ist. Mhm. Was ich nicht so mag, sind die so sehr korkig oder so diese ganz starken Tannine haben. Mhm. Also die bei den Rotweinen noch sehr, sehr grün sind. Und beim Weißwein eher mild oder eher trocken oder... Dann würde ich eher sagen, der Trockene passt besser zum Essen, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das kommt immer ganz drauf an. Ja, zu unserem Essen heute mit den Walnussgnocchi und dem Kürbis passt ein trockener Wein mit Fülle oder auch ein halbtrockener. Ich würde jetzt nie unbedingt einen Fruchtsüßen nehmen. Ne? Ein Fruchtsüßer ist dann eher so Richtung Dessert bei einem Kuchen oder so. Dann eher den Fruchtsüßen. Aber heutzutage sollte man einfach trinken, was einem schmeckt und was man selber gerne hat. Wenn man sich natürlich dann wirklich so ein bisschen dahin arbeiten möchte, da kann man das ja einfach mal ausprobieren. Also, ich habe heute zwei mitgebracht aus der Pfalz von der Frau Bernhard. Das sind mit meine Lieblingsweine, weil das ist ein Demeter-Weingut. Die Frau ist einfach spitze. Die macht das schon ganz, ganz viele Jahre. Ja, und die lässt einfach den Wein auch ihre Zeit. Und ich würde heute mal vorschlagen, der Auxerrois, das ist ein Burgunder, der ist allerdings etwas lieblicher, aber super toll. Also einfach mal so am Abend,
Trinke ich auch mal gerne was Süßes. Ich habe heute noch mitgebracht einen Riesling mit Gewürztraminer. Gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut zu Hochzeiten. Ja? In vergangener Zeit hatten wir ja viele Hochzeiten in unserem Haus. Und wenn das ist, dann einfach Riesling und Gewürztraminer, zwei Rebsorten zu einem Wein vereint, na? Wie Braut und Bräutigam. Deshalb biete ich den da auch immer ganz gerne an. Das ist eine schöne Hintergrundgeschichte. Ja, und deshalb probieren wir den einfach heute auch mal. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn Weißweine diese leichte Muskatnote haben. Ja. Das sagt mir auch persönlich. Das sagt Ihnen auch zu. Okay, Muskat. Ein Traminer hat jetzt sehr viel Blumiges und viel Frucht. Und der Riesling hat ja eine große Säure. Na? Müssen wir dann einfach mal probieren. Na drin. Auf die Hochzeiten, ja. Zum Erntedank. Okay. Also der trifft meinen persönlichen Geschmack sehr gut. Ja, also der hat schon viele, viele verschiedene tolle Aromen durch den Gewürztraminer. Es ist eine tolle Sache. Passt sicherlich gut zu unserem Essen und dann eben auch in die, werden die ganzen Gerichte ja auch wieder schwerer. Ne? Wir gehen ja jetzt Herbst, Winter, dann kommt eben wieder die Butter und zum Wild und wir müssen die abnehmen und ja. Dann wird das alles wieder gut. Also liebe Zuschauer, wenn Sie sich mal richtig lecker bekochen lassen möchten, dann gehen Sie ins Hotel Bock nach Limburg-Oberfrohna, besuchen die Tina und die Frau Striegler, testen sich natürlich auch durch die exzellente Weinkarte und wenn Ihnen hier die Küche gefallen hat, dann besuchen Sie das K&W Küchenstudio auf der Borstendorfer Straße 80 in Eppendorf. Hier gibt es natürlich noch viele, viele weitere Modelle. Und auch Sie werden Ihre Traumküche hier finden. Und wir lassen es uns erstmal schmecken, oder? Schmecken lassen. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. So, zurück im Spielemuseum. Wir befinden uns jetzt hier in der Sonderausstellung. Und ich habe natürlich vorhin beim Spielen Haus hoch gegen den Thomas verloren. Deswegen Themawechsel jetzt, bevor ich hier heulend davonlaufe. Was ist hier in der Sonderausstellung zu sehen? Zurzeit behandelt unsere Sonderausstellung das Thema Spiele zu Luthers Zeiten im Rahmen des Reformationsjahres, 500 Jahre Reformation. Und demnach haben wir hier Ausstellungsstücke zum Thema Spiele vor 500 Jahren, also im späten Mittelalter. Ein schönes Beispiel hier direkt hinter uns ist ein Gemälde von Peter Brügel dem Älteren, ein Zeitzeugnis von 1560 und zeigt Aktivitäten und Spiele von Kindern um diese Zeit. Was war früher noch so in? Also in kann man schwierig sagen, es gab viele Dinge, die auch heute noch bekannt sind. Kreiselspiele gab es auch schon in der Antike und auch im Mittelalter Würfelspiele gab es. Gekegelt wurde auch.
natürlich moderne Spiele, Kartenspiele, Schach, das war auch eher etwas für die höheren Klassen, gab es damals schon, aber moderne Spiele, so etwas in der Art, viele bunte Sachen, das gab es noch nicht. Ja, Thomas, mich würde natürlich auch die Dauerausstellung noch interessieren. Wollen wir da mal rübergehen? Auf jeden Fall. Okay. Ja, hier in der Dauerausstellung habe ich auch schon einige Relikte aus meiner Kindheit entdeckt, wie Märchenspiele aus DDR-Zeiten. Und was gibt es sonst noch alles so zu sehen? Im Prinzip fast alles, was im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich auch gespielt wurde. Wir haben ein paar Objekte aus der Antike. Wir haben ein paar Objekte aus dem Mittelalter. Wir haben mehrere Objekte aus den letzten Jahrhunderten, vor allem im Bereich Europa. Vor allem Würfelspiele, Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele. Wir haben auch einen Bereich mit DDR-Spielen, unter denen auch ein paar recht bekannte Spiele sind, wie zum Beispiel der bunte Würfel, was fast jeder kennt. Und insgesamt gibt es hier in der Ausstellung viele verschiedene Sachen, nichts, was man in ein paar Sätzen grob erklären könnte. Ja, liebe Zuschauer, ich fordere vom Thomas natürlich jetzt noch eine Revanche, weil ich vorhin verloren habe. Wir verabschieden uns für diese Woche und Sie sind natürlich hier herzlich willkommen im Deutschen Spielemuseum auf der Nevesche Straße 78a in Chemnitz. Tschüss!